Vor 200 Jahren war das Gebiet, in dem heute die Stadt New York liegt, das Land nördlich davon, an dem Fluss der Hudson heißt, und das Land an den Seen bis hin zur kanadischen Grenze von endlosen, undurchdringlichen Wäldern bedeckt. In diesen Wäldern herrschte Krieg. Krieg zwischen den Franzosen, die nördlich der Grenze das Land erobert hatten, und den Engländern, die südlich dieser Grenze am Hudson Befestigungen errichteten und von diesen Forts aus ins Land vordrangen, um den Besitz des englischen Königs auf dem amerikanischen Festland zu vermehren. Dieser Krieg aber war zugleich ein Krieg gegen die Ureinwohner des Landes, die Indianer. Natürlich hatten die Indianer gegeneinander Kämpfe geführt, um die Wälder, in denen sie jagten, um Weideplätze und Quellen, blutige Kämpfe. Aber seit die Bleichgesichter über das Meer gekommen waren, um das Land zu erobern, war der Krieg tödlicher Alltag in den Wäldern am Hudson geworden. An einem der heißen Sommerabende des Jahres 1757 saßen zwei Freunde, ein Indianer und ein weißer Mann, am Ufer eines schmalen, reißenden Flusses, etwa eine Wegstunde nordwärts vom englischen Fort Edward. Das Laubdach des Waldes überdeckte das Flussufer und dämpfte die Glut des Tages. Ihre Gesichter waren von der Sonne gebräunt und vom Wetter gezeichnet. Der Indianer hockte auf einem moosbewachsenen Baumstamm. Auf seinen nackten Oberkörper war das Zeichen des Krieges mit schwarzer und weißer Farbe gemalt. Sein geschorener Kopf trug eine Habichtfeder als Schmuck. Ein Tomahawk und ein Skalpmesser steckten in seinem Gürtel. Ein kurzes Armeegewehr lag über seinen Knien. Der Weiße hatte ein grünes Jagdhemd mit mattgelben Fransen an und auf dem Kopf eine Mütze aus geschorenen Häuten. Seine Mokassins waren nach Indianerweise geschmückt und unter dem Hemd trug er Lederhosen. Eine ungewöhnlich lange Büchse, die gefährlichste aller Feuerwaffen, lehnte an einem Kastanienbaum. Die beiden Freunde ruhten und unterhielten sich. Vor Zeiten waren wir ein glückliches Volk, Falkenauge. Das Meer gab uns seine Fische, der Wald sein Wild und die Luft ihre Vögel. Dann aber landeten die Bleichgesichter an unseren Küsten und brachten uns das Feuerwasser. Und mein Volk trank, bis Himmel und Erde ihm zu verschmelzen schienen. Und es glaubte, den großen Geist gefunden zu haben. Schritt um Schritt wurden wir von den Ufern zurückgedrängt, von unseren Flüssen und Seen, so dass ich, ein Häuptling der Mohikaner und Delawaren, niemals die Sonne anders scheinen sah als durch die Bäume und nie die Gräber meiner Väter besuchen konnte. Gräber stimmen das Gemüt nachdenklich, Chingangook. Und sie bringen einen Mann mitunter zu guten Entschlüssen. Meine Knochen werden wohl einst unbeerdigt in den Wäldern bleichen und von Wölfen verschleppt werden. Wo aber sind die deiner Sippe, die vor vielen Sommern ins Delawarenland zogen? Die Blüten jener Sommer, verwelkt und ins Land der Geister sind sie gegangen. Ich stehe auf der Spitze des Hügels und schreite ins Tal. Und wenn mein Sohn in meinen Fußtapfen folgt, dann wird keiner mehr vom Blute der Fürsten übrig sein. Denn Uncas ist der letzte Mohikaner. Wer fragt nach Uncas? Uncas ist hier. Was hast du entdeckt, Junge? Ich bin auf ihrer Fährte gewesen. Ich weiß, dass die Maquas so viele sind wie die Finger meiner Hände. Aber sie liegen versteckt wie die Memmen. Rings um Fort William Henry. Die Diebe lauern auf Skalp und Beute. Der französische General schickt seine Spione bis in unser englisches Lager, um zu sehen, welchen Weg unsere Truppen nehmen. Wir wollen zur Nacht essen, Falkenauge, und den Maquas morgen zeigen, dass wir Männer sind. Um zu essen, müssen wir Wildbret haben. Sieh, dort bei dem Busch. Das größte Geweih, das mir in dieser Jahreszeit vor die Büchse kommt. Lass das Gewehr, Falkenauge, oder willst du jetzt mit dem Maquas kämpfen? Wenn mein weißer Bruder noch einmal hinblickt, wird er sehen, dass der Hirsch tot ist. Schau dir den Burschen an, Chingangook. Er spottet meinem Namen und zu Recht. Mein Pfeil hat ihn getötet. Was ist? Vielleicht folgen Wölfe dem Hirsch auf der Spur. Nein, Pferde weißer Männer nahen.
Ein Offizier in englischer Uniform. Und zwei Frauen. Sprich zu ihnen, Falkenauge. Das will ich. Und in einer Sprache, auf die der englische König mit gutem Gewissen antworten kann. Heda, Major! Wie kommt ihr dazu, zwei so liebreizende Ladies den Gefahren der Wildnis auszusetzen? Wir sind gläubige Christen und Freunde des Königs. Leute, die seit Sonnenaufgang durch diesen Wald reiten. Wir sind auf dem Weg nach Fort Henry zu Oberst Monroe, wenn euch der Name etwas sagt. Meine Freunde und ich sind im Auftrag des Obristen dabei, die Schleichwege der Franzosen und ihrer Verbündeten der Maquas auszukundschaften. Sie umzingeln Fort Henry. Ah, dann könnt ihr mir vielleicht sagen, wie weit es noch bis Fort Henry ist. Die beiden Damen hier sind die Töchter des Obersten. Und ich bin Major Hayward. Habt ihr den Weg verloren? Ihr seid so weit von der Fährte wie ein Jagdhund, wenn ein See zwischen ihm und dem Wild liegt. Ihr tut am besten, dem Fluss hier nach Süden zu folgen, bis ihr nach Fort Edward kommt. Von dort sind wir heute Morgen aufgebrochen. Heute Morgen? Mann, Fort Edward liegt eine Wegstunde flussab. Ihr müsst die Augen verloren haben, bevor ihr den Weg verlort. Die Straße über den Pass ist gut 4 Klafter breit. Und ich glaube, dass ihr selbst in London keine bessere findet. Wir wollen nicht über den Weg streiten. Wir haben einen indianischen Führer, der uns einen kürzeren Pfad führen wollte. Aber wie es scheint, hat er den Weg verloren. Ah. Ein Indianer verliert seinen Weg? Sonderbar. Ist er ein Mohawk? Ich glaube, er ist aus dem Norden. Einer von denen, die man Huronen nennt. Uff, ein Hurone. Der Bursche lehnt dort am Fuß des Zuckerahornstämmchens, das über die Büsche hinausragt. Von hier treffe ich ihn mit einem Schuss zwischen Knöchel und Knie. Und dann ist's aus mit seinem Umherstreifen in den Wäldern für mindestens einen Monat. Lassen Sie das. Er könnte immerhin unschuldig sein. Geht zu ihm, verwickelt ihn in ein Gespräch. Meine Freunde Chingangkuk und Uncas werden sich hinüberschleichen und ihn beim Zipfel nehmen, ohne dass seine Bemalung Schaden erleidet. Ich werde ihn selber fassen. Glaubt ihr, wenn er sieht, dass ihr das eine Bein aus dem Bügel nehmt, wird er warten, bis ihr das andere herausbekommt? Wer in die Wälder geht, der muss nach Indianerbrauch handeln, wenn er Erfolg haben will. Reitet hin, sprecht mit ihm, als ob ihr ihn für den treuesten Freund hieltet, den ihr auf Erden habt. Den Rest besorgen die Mohikaner. Gemacht. Ich will es versuchen. Nun, Magua, ihr seht, die Nacht überfällt uns und wir sind Fort Henry nicht näher als bei Sonnenaufgang. Ihr habt den Weg verfehlt. Zum Glück sind wir einem Jäger begegnet, der die Wälder kennt und uns an einen Platz führen will, wo wir bis morgen rasten können. Ist der Jäger allein? Allein? Oh, natürlich nicht allein, Magua. Ihr seht doch, die beiden Frauen sind bei ihm. Dann wird der schlaue Fuchs gehen und die Bleichgesichter werden nur Leute ihrer Farbe sehen. Wen nennst du den schlauen Fuchs? Das ist der Name, den meine Väter in Kanada Magua gegeben haben. Und was wird der schlaue Fuchs Oberst Monroe im Fort Henry sagen? Will er ihm sagen, dass er seine Töchter ohne Führer in den Wäldern zurückgelassen hat? Der Oberst hat dir ein Geschenk für deine Dienste versprochen. Und ich tue das Gleiche, wenn du uns zum Vorbringst. Wenn die Damen sich erfrischt haben, ziehen wir weiter. Es soll geschehen. Komm her. Hier ist mein Reisesack. Nimm dir Brot und Fleisch heraus. Was hast du, Magua? Warum blickst du zu den Büschen hinüber? Magua, bleib stehen! Halte die, Major! Verdammt. Er muss da unter den Bäumen sein. Wollt ihr den Wind jagen? Ich hörte den Kerl wie eine schwarze Schlange über die trockenen Blätter gleiten. Dann sah ich noch ein Stück von ihm in der Nähe der großen Fichte und drückte los. Vergebens. Seht den Sumachzweig da drüben. Ich habe seine Haut geschrammt, mehr nicht. Wenn er verwundet ist, sollten wir ihm nach. Wir sind 4 tüchtige Männer. Seid ihr lebensmüde? Der Teufel bringt euch unter die Tomahawks seiner Leute, bevor ihr vom Laufen warm geworden seid. Wir müssen fort von hier und den geriebenen Mingo auf eine falsche Fährte locken. Sonst trocknen unsere Skalpe morgen im Wind vor den Zelten Montcalms. Da kommen eure Freunde zurück. Ah, wie es scheint, ist uns der Magua entwischt. Verlasst uns um Gottes Willen nicht. Bleibt und schützt die Frauen. Und sagt mir, welchen Lohn ihr dafür haben wollt. Bietet uns kein Geld. Dieser Mohikaner und ich, wir wollen alles tun, um die Ladies und euch vor Schaden zu bewahren. Folgt uns zu unserem Versteck, wo wir über Nacht bleiben. Wo sind wir gelandet, Freund?
Wollt ihr uns in den Wassern ersäufen? Wir sind am Fuße des Glenfalls. Seht euch vor beim Verlassen des Kanus, sonst schlägt es um in der reißenden Strömung. Und ihr macht den Weg schneller flussabwärts, als wir aufwärts gekommen sind. Führt die Damen über die Felsen. Dahinter liegt eine Höhle. Da sind wir so sicher wie in Abrahams Schoß. Und die Mohikaner? Sie binden die Pferde drüben in der Bucht an, im Wasser, damit unsere Spuren nicht zu finden sind. Nun geht, die Nacht wird kurz. Bei Sonnenaufgang müssen wir hier weg. Sonst kommt uns der Magua mit seinen Leuten zuvor und versperrt uns den Weg zum Fort Henry. Sind wir in dieser Höhle ganz sicher? Ein einziger bewaffneter Mann am Eingang kann mit uns machen, was er will. So ein paar alte Burschen wie Chingangkuk und ich lassen sich nicht so leicht in einem Loch mit nur einem Ausgang fangen. Kommt tiefer herein. Seht nur, wie schlau der Platz eingerichtet ist. Der Fels ist aus schwarzem Schiefer. Der Stein ist weich. Man liegt nicht schlecht darauf, wenn Buschwerk und Fichtenzweige rar sind. Der Wasserfall hat das Gestein ausgehöhlt und jagt unter uns durch den Felsen. Sind wir auf einer Insel? Ja, mein Fräulein. Wenn Tageslicht wäre, würde es der Mühe wert sein, auf die Felsenspitze über der Insel zu steigen und den Mutwillen des Wassers zu sehen. Das hübsche Tuch, das ihr um den Hals tragt, ist fein wie Spinngewebe. Und doch ist es grob wie ein Fischnetz im Vergleich zu den Stellen am Fall, wo das Wasser die sonderlichsten Muster fabriziert, die ich je zu Gesicht bekam. Eure Freunde haben schon ein Feuer entzündet im vorderen Teil der Höhle. Chingangkuk bittet seine weißen Schwestern und Brüder zum Essen. Uncas, das Feuer wird zu hell. Es könnte den Mingos leuchten. Lass das Tuch am Eingang herab. Dies hier ist zwar kein Abendbrot, wie ein Major der königlich englischen Truppen oder gar unsere Damen es erwarten möchten, aber ich habe schon Menschen erlebt, die froh waren, wenn sie ihr Wildbrett roh und ohne Würze verzehren konnten. Wir aber haben sogar Salz und können unser Fleisch am Feuer abraten. Hier sind frische Sassafra-Zweige, auf denen die weißen Skorps Platz nehmen können. Was ist das? Was ist das, Duncan? Habt ihr diesen Schrei schon einmal gehört? Ein seltsamer Schrei. Ich glaubte, es gäbe keinen Schrei eines Indianers oder eines Tieres, den meine Ohren nicht schon gehört hätten. War das nicht der Schrei, den die Indianer ausstoßen, um ihre Feinde in Schrecken zu versetzen? Nein. In dem Ton lag nichts Menschliches. Wenn ihr einmal den Kriegsruf gehört habt, werdet ihr ihn nie mehr verkennen. Es ist der Schrei eines Pferdes, den es im Todeskampf ausstößt. Wölfe haben die Bucht entdeckt. Uncas, fahre im Kanu hinüber und wirf einen Feuerbrand unter die Meute. Hör doch. Seid ihr gewiss, dass unsere Feinde nicht auf irgendeine besonders ausgefallene Teufelei gekommen sind, uns Angst einzujagen? Mein Fräulein, seit 30 Jahren höre ich alle Töne der Wälder. Wie ein Mann, der weiß, dass Leben und Tod von seinem Gehör abhängen. Uncas hat recht. Es ist der Angstschrei der Pferde. Die Kreaturen rufen um Hilfe. Legt euch jetzt schlafen. Die Mohikaner und ich werden den Rest der Nacht wachen. Ich weiß nicht. Auch ohne diesen geheimnisvollen Schrei haben wir Sorgen genug, die den Schlaf verscheuchen. Denk an die Angst unseres Vaters. Er hat uns am Abend erwartet. Der Oberst kennt die Wälder und die Gefahren des Marsches. Es war vielleicht selbstsüchtig von uns, Cora, dass wir auf diesen Besuch bestanden. Als er von eurem Plan erfuhr, ihn in Fort Henry zu besuchen, hatte er einen Kampf zwischen Sorge und Sehnsucht zu bestehen. Aber die Sehnsucht siegte. Das ist der mutige Geist meiner Kinder, Duncan, sagte er zu mir. Ich wollte, meine Soldaten hätten die Hälfte dieses festen Willens. Wir sollten dem Rat unseres Freundes folgen, Elis, und uns schlafen legen. Da wir wissen, dass gute und treue Männer wachen, sind wir sicher. Major, es wird Tag. Wacht auf. Mein Gott, ich wollte wach bleiben. Aber der Schlaf hat mich übermannt. Es ist Zeit aufzubrechen. Weg die Mädchen, ich hole das Kanu. Wie sieht's draußen aus? Es ist so still wie um Mitternacht. Beeilt euch und macht leise. Hilfer, was ist los? Woher kommen diese Schüsse? In Deckung, Major! Der Magua. Der schlaue Fuchs hat unser Versteck ausspioniert und die Mingos auf unsere Pferde gehetzt.
Sie sind drüben am Ufer. Lasst mich auf den Felsen da hinauf. Wollt ihr den Kerlen verraten, wo wir versteckt liegen? Das kostet uns eine Ladung Pulver. Die Munition ist uns jetzt so kostbar wie der Atem einem gehetzten Hirsch. Legt frisches Zündkraut auf die Pfannen eurer Pistolen. Der Wasserstaub macht den Schwefel feucht. Haltet euch für ein Handgemenge bereit, falls sie stürmen sollten. Die Mingos wagen noch keinen Angriff. Sie fürchten das Wasser. Lasst sie ihr Pulver verschießen. Wir werden eine hübsche Menge Blei einsammeln. Vielleicht werden die Burschen des Spiels müde, bevor das alte Gestein um Gnade fällt. Damit, jetzt haben sie besser gezielt. Fast hätte es mich erwischt. Unkas, du verschwendest die Kugeln, weil deine Ladung zu stark ist. Du musst den schleichenden Gegner unter dem weißen Farbstrich treffen. Wenn dein Rohr um Haaresbreite abweicht, verfehlt die Kugel ihr Ziel um 2 Zoll. Unkas, Stutzen ist verdammt kurzlaufig. Seht ihr hier. Ein langer Lauf, weiches Metall mit tadellosem Zug. Eine geschickte Hand, rasches Auge und ihr habt die gefährlichste Waffe, die man sich denken kann. Die Feinde fürchten seine Waffe. Sie nennen Falkenauge das lange Gewehr. Uff, fallendes Blei wird nicht platt gedrückt. Käme diese Kugel aus den Wolken, dann wäre es erklärlich. Wenn meine Brüder ihren Blick zu der Eiche dort am Ufer wenden, werden sie den Mingo erkennen, unter den Zweigen im Wipfel des Baumes. Diese Teufel erklettern noch den Himmel, um uns den Chaos zu machen. Beschäftige ihn, Junge, bis ich meine Büchse in die Richtung bringe. Na, warte, Bürschchen. Das hat die Deckung ganz schön demoliert. Aber getroffen habt ihr ihn noch nicht. Weiß Gott, wir brauchen all unsere Gewehre, um den schlauen Kerl von seiner Stange herunterzubringen. Los, Chingangkuk. Unkas, ihr Major, beobachtet das Ufer. Feuer! Er fällt! Seht doch, er fällt! Was meint ihr? Werden sie sich zurückziehen? Denkt ihr, ein hungriger Wolf gibt sich mit einem Bissen zufrieden? Schön, sie haben einen Mann verloren. Aber wir werden sie gleich wieder hören. Unsere einzige Rettung ist, den Felsen so lange zu halten, bis Oberst Monroe und seine Abteilung zur Hilfe schickt. Gott gebe, dass er es bald tut, wenn ihm das Leben seiner Töchter lieb ist. Unser Pulver geht zu Ende. Unkas, schleich dich zum Boot und hol das Horn mit dem Rest unseres Pulvers. Wir brauchen es bis zum letzten Korn, oder ich kenne die Mingos nicht. Falkenauge, unser Kanu treibt dort in der Strömung. Die Mingos waren schlauer als wir. Sie haben uns abgelenkt durch den Mann in der Eiche. Tatsächlich. Am Heck klammert einer der Burschen. Verflucht unser Leichtsinn. Schork hat uns reingelegt. Diese Büchsen sind jetzt nicht mehr wert als ein paar Wollkrautstängel vom vorigen Jahr. Noch sind die Huronen nicht hier. Wir könnten ihre Landung verhindern. Womit? Mit Unkas Pfeilen oder mit Weibertränen? Nein, ihr seid jung und reich und habt eine Masse Freunde. Da kommt einem das Sterben hart an. Hält euch was auf. Mir scheint, die Mingos geben uns Ruhe. Sie suchen unter den Fischen nach ihren Toten. Aber sie werden bald kommen. Und zwar so, dass uns nichts zu hoffen bleibt. Cora, bleib in der Höhle. Lass mich, ich habe keine Furcht. Der Weg ist nach allen Seiten offen. Ihr könnt fliehen, Freund, ihr und die Mohikaner. Wir haben kein Recht, euch in unser Unglück hineinzuziehen. Ihr kennt die Huronen schlecht, Fräulein, wenn ihr meint, dass sie uns den Weg durch die Wälder offen gelassen hätten. Dann versucht es auf dem Wasser. Wenn ihr hier bleibt, vermehrt ihr nur nutzlos die Zahl der Opfer. Ein kluges Mädchen. Die Strömung würde uns wirklich rasch aus dem Bereich ihrer Büchsen bringen. Und welche Antwort sollen wir Oberst Monroe geben, wenn er uns fragt, wo und wie wir seine Kinder verlassen haben? Geht und sagt ihm, er möge uns zur Hilfe eilen. Sagt ihm, dass die Huronen uns in die nördliche Wildnis schleppen, dass er uns aber mit Energie und Eile noch retten kann. Es ist Vernunft in euren Worten. Weisheit ist bisweilen der Jugend so gut wie dem Alter gegeben. Wenn sie euch in die Wälder führen, brecht Zweige von den Büschen und macht die Spuren eurer Pferde so breit und deutlich, wie ihr nur könnt. Verlasst euch darauf, dass ihr Freunde habt, die euch bis ans Ende der Welt folgen. Chingangkuk, hier durch den Felsen tauchen wir in den Fluss. Wollt ihr eurem Freund nicht folgen, Unkas? Unkas wird bleiben. Damit würdet ihr die Aussicht auf unsere Rettung verringern. Es ist mein Wunsch, dass ihr geht, Freund. Gut. Unkas wird eure Fährte finden, wohin der schlaue Fuchs euch auch immer führen wird. Was zögert ihr noch, Duncan? Ich meine, ihr seid ein guter Schwimmer. Folgt dem Beispiel unserer Freunde. Ich bleibe. Die Gegenwart eines Mannes kann vielleicht Schlimmeres verhüten. Ich kenne den Magua. Verbergt euch in der Höhle. Die Bleichgesichter haben ihre Waffen weggeworfen.
Sie fürchten die Rache meiner Krieger. Versteckt sich der weiße Häuptling jetzt unter den Röcken der Weiber? Nicht schießen, Duncan. Wir sind in Ihrer Hand. Legt die Pistolen weg. Die dunkeläugige Tochter des großen Häuptlings von Fort Henry sagt die Wahrheit. Der schlaue Fuchs hat euch überlistet. Der schlaue Fuchs ist ein zu großer Krieger, um uns nicht zu sagen, was er mit uns vorhat. Wo ist La Longue Carabine? Wo sind Le Gros Abon und Le Cerf Agile? Wenn ihr den Jäger und die beiden Mohikaner meint, die sind fort. Sind sie Vögel, dass sie ihre Schwingen ausbreiten? Oder Fische, die ohne Atem schwimmen? Der weiße Häuptling glaubt, Magua sei ein Dummkopf. Sie tauchten in den Strom, während die Augen der Huronen von einer Wolke bedeckt wurden. Genug! Folgt mir und haltet den Mund. Wenn der Magua spricht, dann wird es Zeit sein zu antworten. Der schlaue Fuchs triumphierte. Hayward, Cora und Alice waren in seiner Hand. Mit dem Kanu wurden sie zum Ufer gebracht. Falkenauge und seine Freunde aber waren nicht nach Fort Henry geflohen. Sie stiegen an der nächsten Flusskrümmung aus dem Wasser und beobachteten, dass der schlaue Fuchs mit den Gefangenen und 6 Indianern einen anderen Weg einschlug als der übrige Trupp. Da nahmen sie die Verfolgung auf. Der Magua versuchte, die Spuren zu verwischen, aber er unterschätzte Uncas, der die List durchschaute und die Freunde sicher zu einem Plateau führte, das der schlaue Fuchs als Lager für die Nacht bestimmt hatte. Magua wähnte sich sicher. Aber Falkenauge, Uncas und Chingangook nutzten den Mantel der Nacht, schlichen sich dicht an das Lager und überrumpelten die Wächter und den Magua. Cora, Alice und Hayward wurden befreit. Doch der schlaue Fuchs entkam ihnen. Die Freunde warteten den Tag nicht ab. In aller Eile verließen sie das Plateau. Ihr Ziel war Fort Henry. Als sie am darauf folgenden Abend die Ebene vor der Befestigung erreichten, stellten sie fest, dass das Fort von französischen Truppen unter General Montcalm eingeschlossen war. Im Dunkel der Nacht und bei dichtem Nebel, der sich vom See her über das Tal breitete, schlichen sie durch die französischen Postenketten bis an die Befestigungsmauer und gelangten ins Innere des Forts. Oberst Munro war überglücklich, seine Töchter gerettet zu sehen und voller Dankbarkeit für Falkenauge und seine Freunde. Die Lage der Festung aber war verzweifelt. Die Truppen konnten der Belagerung nicht länger standhalten. Hayward und der Oberst verhandelten mit General Montcalm über die Kapitulation des Forts und den freien Abzug der englischen Truppen nach dem südlich gelegenen Fort Edward. Am 9. August 1757 öffneten sich die Tore der Festung und die gesamte Besatzung, Soldaten, Frauen und Kinder, ein langer Zug mit Sack und Pack, verließ das schützende Fort. Als aber die Ebene hinter ihnen lag und der Wald die Marschierenden aufnahm, gellte ihnen von allen Seiten der tödliche Kriegsruf der Huronen entgegen. Ein barbarisches Gemetzel hob an. Die Indianer lechzten nach Beute. Geführt von Magua, ihrem Häuptling, trieben sie die Besatzung des Forts in die Ebene. Der schlaue Fuchs wusste, dass die mit ihm verbündeten Franzosen unter Montcalm ihn nicht hindern würden, und er nahm Rache. Nur wenige überlebten den Kampf, wenige nur entkamen. Magua jagte über die Ebene von Gruppe zu Gruppe, als suche er nach einem besonderen Opfer. Und als er seine früheren Gefangenen entdeckte, stieß er ein Freudengeheul aus. Alice war besinnungslos zu Boden gestürzt, Cora kniete besorgt an ihrer Seite. Da riss sie der Magua hoch. Komm! Das Wigwam des Huronen ist offen. Ich werde dich meinen Schmerz büßen lassen. Die Tochter Munros wird das Wasser des großen Häuptlings der Huronen schöpfen, sein Korn mahlen, sein Wildbrett kochen. Niemals! Schlag zu, wenn du willst! Räche dich! Der schlaue Fuchs aber packte sie und Alice, legte Alice über eines der Pferde, ließ Cora auf ein anderes steigen,
fasste die Zügel der Tiere und führte sie in den Wald, den nördlichen Bergen zu. Eine Stunde vor Sonnenuntergang traten fünf Männer aus dem Wald auf die Ebene hinaus und gingen mit aller Vorsicht auf die zerstörten Befestigungsanlagen von Fort Henry zu. Chingangook erklomm einen Hügel und wies seinen Begleitern den Weg. Uncas, der voranschritt, stieß plötzlich einen Ruf aus. Uff! Was gibt's, Uncas? Was ist an dem Gebüsch da zu finden? Seht nur! Uncas hat den Schleier Koras in den Händen. Bringt mir meine Kinder zurück, Freunde. Uncas wird es versuchen, weißer Häuptling. Entweder ist sie selbst an dem Busch vorübergekommen oder die, die sie ausgeraubt haben. Das dunkle Haar war hier. Suchen wir weiter. Für Indianeraugen hinterlässt sogar ein Vogel in der Luft eine Fährte. Wir stehen am Anfang der Spur. Verlasst euch darauf, wir finden das Ende und wäre sie 100 Meilen lang. Quälen wir uns schon eine Woche bergauf, bergab. Noch immer haben wir nichts entdeckt. Seid ihr sicher, dass unser Marsch noch einen Sinn hat? Ruhig, Blutmajor. Da kommt Uncas, der Junge freut sich über allermaßen. Das dunkle Haar ist nach dem Wald dort gezogen. Die Fährte ist keinen Tag alt. Oberst Manor, kommt näher. Uncas hat ihre Spur. Ich muss euch gestehen, ich sehe nichts. Kein Jagdhund lief je auf einer schöneren Fährte, Major. Das Klettern hat sich gelohnt. Wir sind ihnen ganz dicht auf der Ferse. Uncas hat gute Augen und einen scharfen Verstand. Ich danke dir, Mohikaner. Hier ist die Spur der watschelnden Tiere. Der Hurone reist mit unseren Pferden wie ein weißer General. Würde mich nicht wundern, wenn er eine Kutsche gemietet hätte. Der Magua weiß, dass er bald auf sicherem Gebiet ist. Was soll das heißen? Wir sind an der kanadischen Grenze. Das Lager der Huronen ist nicht weit. Fortan müssen wir uns mit äußerster Vorsicht bewegen. Wenn mich meine Vermutung nicht täuscht, sind wir in 3 Stunden in ihrer Nähe. Was hat Uncas? Warum bleibt er stehen? Der Fuchs muss uns gewittert haben. 5 Meilen die schönste Fährte, die meine Augen je sahen, und plötzlich ist sie weg. Was macht Uncas an der Quelle? Ich weiß nicht. Herrgott, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Er leitet das Rinnsal um. Oberst Chingangook, komm zur Quelle. Tatsächlich. Seht euch das an. Hier im feuchten Schwemmsand eine Mokassinspur. Wenn das Wasser darüber fließt, muss man sie übersehen. Aber es ist nicht der Fuß des Magua. Das Gewicht liegt zu sehr auf der Ferse. Die Zehen bilden ein Viereck. Der Mann hat einen eigenartigen Gang. Er watschelt. Ein Bein scheint zu lang. Er ist müde und das Laufen ist ungewohnt. Ein Bleichgesicht, das nichts mit seinen Beinen anzufangen weiß. Das kann nur der Gesangmeister aus Fort Henry sein. Aber wie kommt der hierher? Der Gesangmeister? Meint er wirklich? Er bat mich am Morgen nach der Kapitulation, uns begleiten zu dürfen. Ich verwies ihn an meine Töchter, damit er ihnen mit seinem Psalm die Zeit vertreibe. Den sollte der schlaue Fuchs bis hierher mitgeschleppt haben? Vielleicht fand er Gefallen an seinem Gesang. Wenn meine Brüder hier herüberkommen mögen, 3 Paar Mokassins und 2 davon kleine Füße. Oh Gott, die armen Mädchen. Wir werden sie erschöpft oder erschlagen finden. Keine Sorge, Oberst. Der Schritt ist sicher und gerade. Die Ferse hat kaum den Boden berührt. Und hier hat das dunkle Haar einen kleinen Sprung von einer Wurzel zur anderen gemacht. Nur der Gesangmeister, wie ihn meine Brüder nennen, hat wunde Füße. Hier ist er gestolpert und ausgeglitten. Natürlich. Ein Mann, der hauptsächlich mit seiner Kehle beschäftigt ist, kann seine Beine schwerlich ausbilden. Aber jetzt an die Arbeit. Chingangook, untersuche du den Abhang. Uncas schleicht vorsichtig den Bach entlang und wir werden der Spur über den Hügel folgen. Wenn was passiert, 3 Krähenschreie sind das Zeichen. Verbergt euch hinter dem Busch, Major. Wir haben das Lager erreicht. Da scheint einer von den Burschen herumzustrolchen.
Sie müssen sich ziemlich sicher fühlen. Nur günstig für uns. Eigenartig. Der Bengel ist kein Hurone, aber auch keiner von den anderen kanadischen Stämmen. Seht nur seine Kleider. Er muss einen Weißen ausgeraubt haben. Könnt ihr erkennen, wo er seine Waffe hat? Scheint keine zu tragen. Macht überhaupt keinen bösartigen Eindruck. Haltet euer Gewehr bereit. Ich will durch die Büsche kriechen und sehen, dass ich ihn fasse. Aber feuert auf keinen Fall. Aber wenn ihr in Gefahr seid? Dann feuert so viel ihr wollt, Major. Habt ihr mich erschreckt? Wer seid ihr, Freund? Und was treibt ihr hier beim Stamme der Huronen? Das Gleiche könnte ich euch auch fragen. Mein Name ist Gemmet. David Gemmet. Ein guter Name und sicher von ehrbaren Vorvätern ererbt. Und euer Beruf? Ich bin ein unwürdiger Lehrmeister in der Kunst des Psalmodierens. Was? Des Psalmodierens. Ja. Wünscht ihr eine Probe meiner gesegneten Kunst? Nein, haltet ein. Wenn mich nicht alles täuscht, seid ihr der Mann, den der schlaue Fuchs mit Manrols Töchtern hierher geschleppt hat. Ihr sagt es. Was gebt ihr für furchtbare Laute von euch? Unwürdig einer menschlichen Kehle. Das ist eine gute Musik. Sie bringt zwei erstklassige Büchsen an meiner Seite, von Messern und Tomahawks ganz zu schweigen. Was sehe ich? Oberst Manro! Gemmet, was ist aus meinen Töchtern geworden? Sie sind Gefangene der Huronen. Aber sie sind heil an Leib und Seele. Obschon unsere Wanderung bitter war, Speis und Trank spärlich, leben sie und sind gesund. Ich danke euch für diese Worte. Der Bursche, der uns verschleppte, ist von einem bösen Geist besessen, den nur die Allmacht heilen kann. Ich habe ihn im Schlafen und Wachen umzustimmen versucht. Aber weder Rede noch Gesang konnten seine Seele erweichen. Wo ist der Schuft? Morgen, so hörte ich, zieht er in die Berge. Cora ist zu einem benachbarten Stamm gebracht worden. Hinter den schwarzen Felsspitzen dort. Alice ist in einer Höhle verborgen, bei der Lichtung über dem Lager. Und warum lässt man euch unbewacht umhergehen? Nicht zu einem Wurme, wie ich bin, gebührt der Preis. Die Macht meiner Musik hat Einfluss auf die Seelen der Feinde gewonnen. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Die Indianer tun keinem etwas, bei dem sie meinen, dass er, da oben nicht ganz richtig ist. Wollt ihr mich beleidigen, Herr? Mitnichten, Freund. Ihr habt dem Umstand euer Leben zu verdanken. Und wir danken euch, dass ihr uns helfen könnt, die Mädchen zu befreien. Der weiße Mann sprach von dem Volk hinter den schwarzen Felsen, bei dem die dunkelhaarige Jungfrau lebt. Hat er die Totems des Stammes gesehen? Was Totem bedeutet, weiß ich nicht. Aber es dünkt mich, dass die Leute zu den verworfensten Götzendienern gehören. Ich sah seltsame und fantastische Bilder. Insbesondere eines war ganz widerlich. War es eine Schlange? So ähnlich. Es glich mehr einer Schildkröte. Uff. Das kann gut oder schlimm für uns sein, Freunde. Chingangkuk ist aus dem edelsten Blut der Delawaren, zu denen die Mohikaner gehören. Er ist der große Häuptling ihrer Schildkröten. Und ihr glaubt, dass Cora bei diesem Stamm ist? Es scheint so. Aber erst müssen wir Alice befreien. Es wäre gut, wenn der Gesangmeister wieder ins Lager zurückginge und Alice von uns Nachricht gibt. Ich werde ihn begleiten. Major. David ist ein Beweis, dass die Huronen milde walten lassen. Mit dem Unterschied, dass Gamet... Och, ich kann den Narren spielen. Bemalt mich, verändert mich, wie ihr wollt. Na schön. Dem Bock, der ins Wasser will, muss man entgegengehen. Chingangkuk hat genügend Farben bei sich. Setzt euch auf den Baumstamm. Er wird einen erstklassigen Narren aus euch machen. Gebt euch als Franzose aus und verlasst euch drauf. Ich bleibe in eurer Nähe. Behüt euch Gott. Bemalen die klugen Männer aus Kanada neuerdings ihre Haut mit unseren Farben? Wenn ein Indianerhäuptling zu seinen weißen Freunden kommt, so legt er sein Büffelkleid ab und trägt das Hemd, das man ihm darbietet. Meine roten Brüder bei den Stämmen im Norden haben mir Farben gegeben und ich trage sie. Ich sehe, mein Vater in Kanada vergisst seine Kinder nicht. Ein böser Geist lebt in dem Weibe eines jungen Mannes. Kann der wissende Fremde ihn verjagen? Die Geister sind verschieden. Einige weichen der Macht der Weisheit, andere sind zu stark. Mein Bruder ist ein großer Medizinmann. Er möge mir folgen und es versuchen. Er führt euch zu der Höhle. Mich findet ihr später
In der Hütte da drüben. Der wissende Fremde braucht den Bären nicht zu fürchten. Er bewacht die Höhle und hindert den Geist, das Dorf heimzusuchen. Nun möge mein weißer Bruder seine Macht zeigen. Die Frau ist das Weib eines sehr tapferen jungen Mannes. Die Wissenden sind eifersüchtig. Ruhig. Ich gehe und lasse euch allein mit der Kranken. Psst, psst. Mein Gott, was für ein Ungeheuer. Nun fangt schon an mit der Zauberei. Die Spitzbuben sind in der Nähe. Jeder Laut, der nicht zur Zauberei gehört, könnte sie anlocken. Habt ihr mir einen Schrecken eingejagt? Was bedeutet die Maskerade, dieses Bärenfell? Die Huronen haben Uncas gefangen. Sein Missgeschick ist der Grund meines Hierseins. Wir folgten euch und trafen auf eine heimkehrende Gruppe der Huronen. Uncas wagte sich zu weit vor und fiel in einen Hinterhalt. Ich schlich ihnen nach und gelangte unbemerkt ins Dorf. Und was entdeckte ich? Einer ihrer größten Zauberer richtet sich gerade her, um im Fell dieses Bären irgendeinen Kampf mit dem Satan auszufechten. Ein wohlgezielter Hieb machte den Medizinmann für die nächsten Stunden steif. Ich war so frei, mir diesen Aufputz anzulegen. Kurz, ich spiele den Bären, damit wir Alice und Uncas befreien. Großartig. Ihr wart nicht zu unterscheiden von einem echten Bären. Wir sind in der Höhle. Aber wo ist das Mädchen? Ich dachte erst, diese Indianerin sei Alice. Der Frau da könnt ihr nicht mehr helfen. Sie ist tot. Ich werde einen Blick hinter diese Wand werfen. Major, kommt rasch her. Alice, was ist mit dir? Sie ist ohnmächtig geworden, als sie mich sah. Aber das kann uns nur helfen. Nehmt dieses Tuch der Indianerin. Wir hüllen sie ein, dass man sie nicht erkennt. Und jetzt nehmt sie in die Arme und kommt. Ich gehe voraus. Ihr müsst sagen, dass wir den bösen Geist eingeschlossen haben und das Weib des Indianers in die Wälder tragen, um kräftigende Wurzeln zu suchen. Hat mein Bruder den bösen Geist vertrieben? Was trägt er dann in den Armen? Dein Kind? Die Krankheit ist im Felsen eingeschlossen. Ich werde die Frau mit den Kräutern des Waldes stärken. Sie wird im Wigwam eures Sohnes sein, wenn die Sonne wiederkehrt. Sagt das eurem Sohn. Da geht er hin. Wir haben ihn überlistet. Kommt jetzt. Danke. Wie seht ihr denn aus? Alles. Erschreckt nicht, Fräulein. Haltet euch still. Steigt den Hügel hinauf, Major, bis ihr zum Wasserfall kommt. Dort wartet der Oberst mit Chingangook. Sie bringen euch zu den Delawaren. Und ihr? Wollt ihr euch von uns trennen? Die Huronen haben den letzten vom Häuptlingsblut der Mohikaner in ihrer Gewalt. Ich lasse nicht zu, dass man Uncas zur Marter schleppt, dass man ihn tötet, solange er mich zum Freund hat. Falkenauge, mein Bruder. Zerschneidet seine Fesseln, Gamet. Ich behalte den Wächter im Auge. Seid unbesorgt. Der hält euch für den Medizinmann und hat sich respektvoll zurückgezogen. Uncas wird in die Bärenhaut schlüpfen und fliehen. Uncas bleibt. Er wird an der Seite seines weißen Bruders kämpfen. Reicht mir euer Jagdhemd und eure Mütze und nehmt meine Kleider, das Buch und die Brille. Wenn wir uns in besseren Zeiten wiedersehen, gebt ihr mir alles zurück. David Gammett, ihr habt ja nicht nur Gesänge im Kopf. Was meinst du, Uncas? Dürfen wir das Angebot annehmen? Hau, der weiße Mann ist ein listiger Krieger. Gott bewahre. Wir werden ihn binden und knebeln, damit die Huronen glauben, wir hätten ihm Gewalt angetan. David, wir holen euch hier heraus, bei meinem Kopf. Verschwindet jetzt! Ich werde später einen Psalm für eure Rettung anstimmen. Und vergesst das Knurren nicht, wenn ihr die Hütte verlasst. Fürchtet sich der Hund der Mohikaner. Werden wir morgen sein Stöhnen am Marterpfahl hören? Warum antwortet ihr nicht, Bruder des Gesanges? Warum antwortet ihr nicht? Vergib, großer Magua. Ein böser Geist war unter uns. Er hat unsere Augen geblendet. Der listige Mohikaner ist zu den Delawaren geflohen. Ein böser Geist? Es ist derselbe Geist,
der meine jungen Männer auf dem Plateau erschlug und den schlauen Fuchs zweimal fing. Ich, der schlaue Fuchs, werde Tamenund, den Häuptling der Delawaren, bitten, die Gefangenen unseres Stammes herauszugeben. 10 von meinen Kriegern sollen mich begleiten. Magua, der Häuptling der Huronen, entbietet dem großen Tamenund vom Volk der Delawaren seinen Gruß. Die Tomahawks eurer jungen Krieger sind rot gewesen vom Blut der Weißen an Fort Henry, Magua. Es ist so. Aber nun sind sie glänzend und stumpf. Die Feinde sind tot. Und die Delawaren sind unsere Nachbarn. Macht die Gefangene meinen Brüdern Mühe. Sie ist uns willkommen. Der Pfad zwischen den Huronen und den Delawaren ist kurz. Sendet sie zu uns, wenn sie meinen Brüdern lästig ist. Sie ist uns willkommen. Die Huronen lieben ihre Freunde, die Delawaren. Hat mein Bruder nicht Speer in den Wäldern gewittert? Es sind fremde Mokassins in der Nähe meines Lagers gewesen. Ihre Spur führt bis in meine Hütten. Peitschte mein Bruder die Hunde hinaus? Der Fremde ist den Delawaren stets willkommen. Der Fremde, aber nicht der Speer. Wer ist es, den Magua fürchtet? Lalong Karabin. Aber ich fürchte ihn nicht. Dort stehen die Fremden. Welcher von ihnen ist Lalong Karabin? Fürchtet Lalong Karabin den Häuptling der Huronen? Dass ich auf den Ruf Lalong Karabin nicht antworte, geschieht weder aus Scham noch aus Furcht, großer Tamenund. Ich bin der Mann, der von seiner Sippe Nathaniel genannt wird und von den Delawaren, die noch an ihrem alten Fluss leben, Falkenauge. Was fordert der schlaue Fuchs von den Delawaren? Gerechtigkeit. Seine Gefangenen sind bei seinen Brüdern und er verlangt sein Eigentum. Das dunkelhaarige Mädchen dort ist meine Gefangene. Gerechtigkeit ist das Gesetz, Wanetus. Meine Kinder, gib den Fremden Nahrung. Und du, Magua, nimm, was dein ist und geh. Gerechter und ehrwürdiger Delaware, höre nicht auf dieses listige Ungeheuer, das dir Lügen vorspricht, um seinen Blutdurst zu stillen. Ich rufe deine Weisheit und Macht um Gnade und Schutz an. Wer bist du? Ein Weib, das um Hilfe bittet. Ich weiß, dass die Bleichgesichter eine hungrige Rasse sind. Ich weiß, dass sie nicht nur die Erde für sie fordern. Mit der aufgehenden Sonne kamen sie ins Land. Und sie können noch mit der sinkenden schwinden. Oft habe ich die Heuschrecken die Blätter von den Bäumen fressen sehen. Aber die Blütezeit kam immer wieder. Es ist so. Aber warum es so ist, wissen wir nicht. Doch höre, hier ist einer aus deinem eigenen Volk, den man nicht vor dein Angesicht führte. Ehe du den Huronen als Sieger ziehen lässt, höre ihn an. Es ist eine Schlange, eine Rothaut im Solde der Weißen. Er sollte gemartert werden. Er soll kommen. Hier bin ich. Mit welcher Zunge spricht der Gefangene zum großen Geist? Mit der Zunge der Delawaren, gleich seinen Vätern. Die Tiere des Waldes und der Luft habe ich in den Wigwams der Menschen leben sehen. Aber noch nie fand ich einen Delawaren, der gleich einer Schlange in das Lager seines eigenen Volkes gekrochen wäre. Die Singvögel haben ihre Schnäbel geöffnet. Und Tamenund hat ihren Gesang gehört. Träumt Tamenund? Welche Stimme vernimmt sein Ohr? Will es wieder Sommer werden bei den Delawaren? Wer bist du? Uncas, der Sohn Chingangucks und ein Sohn der großen Schildkröte. Bin ich ein Knabe? Habe ich nur geträumt von so vielen Wintern, in denen mein Volk zerstreut wurde wie Sand? Tamenunds Pfeil würde das Hirschkalb nicht schrecken. Sein Arm ist welk wie der Zweig einer toten Eiche. Eine Schnecke kann schneller laufen. Und doch steht Uncas vor ihm. Uncas, der Panther meines Stammes, der älteste Sohn der Delawaren, der weiseste Sagamore der Mohikaner. War Tamenund 100 Winter lang ein Schläfer? Wir Krieger seines Geschlechts lebten und starben, seit Tamenunds Freund sein Volk in den Kampf führte. Das Blut der Schildkröte fließt in vielen Häuptlingen.
Aber alle sind zur Erde zurückgekehrt, aus der sie kamen. Bis auf Chingangguk und seinen Sohn. Wo ist der Hurone? Hat Magua meine Ohren verstopft? Der gerechte Tamenund wird seinen Freund nicht beschimpfen. Er wird nicht behalten, was der schlaue Fuchs ihm geliehen hat. Sage mir, Uncas, Sohn meines Bruders, hat der Hurone ein Recht eines Siegers über dich? Er hat es nicht. Der Panther kann in Schlingen fallen, die Weiber ihm legen. Aber er ist stark und weiß zu entspringen. Und Falkenauge? Geh, Magua. Frag deines Korns, welche Farbe ein Bär hat. Der Fremde und die weiße Jungfrau, die in mein Lager kamen? Ihr Pfad soll offen sein. Und das Weib, das jene Hurone bei meinen Kriegern ließ? Sie ist mein, Mohikaner. Du weißt, dass sie mein ist. Niemals. Hurone. Eine unwillige Jungfrau bringt kein Glück. Magua will nichts als das, was er hierher gebracht hat. Dann zieh mit dem, was dir gehört. Der große Geist verhüte, dass ein Delaware je ungerecht sein sollte. Großer Gott im Himmel, das darf nicht geschehen. Ich flehe dich an, gerechter Tamenund. Ich habe gesprochen. Männer sprechen nicht zweimal. Führt mich in mein Wigwam. Magua ist ein großer Häuptling. Er weiß, was er will. Komm, Dunkelhaar, wir gehen. Ich bin deine Gefangene und bereit zum Tod. Aber ich will keine Gewalt, Magua. Magua, die Gerechtigkeit der Delawaren kommt vom großen Geist. Sieh nach der Sonne. Sie hat jetzt die oberen Zweige des Schirlingbaumes erreicht. Dein Weg ist kurz. Wenn die Sonne über den Bäumen ist, werden wir auf deiner Fährte sein. Ich höre eine Krähe. Platz! Wo sind die Unterröcke der Delawaren? Mögen sie doch ihre Pfeile und ihre Büchsen zu den Huronen schicken. Ich speie auf euch! Ich möchte einen Dankgesang anstimmen, dass ich euch endlich gefunden habe, Freunde. Ich bin durch die Wälder geirrt, wie ein blindes Huhn. Sagt uns lieber, was ihr von den Mingos wisst. Aber in gutem Englisch und ohne Musik. Die Heiden sind in großer Zahl unterwegs. Es ist ein Geschrei und eine gottlose Schwelgerei in ihren Zelten. Und ein Getöse, dass ich mich aus dem Staube gemacht habe. Und der Magua? Er ließ die Jungfrau in der Höhle zurück. Er tobt wie ein wütender Wolf unter seinen Leuten. Wir umzingeln sie. Ich gehe den Fluss entlang. In der Nähe der Biberhütten findet ihr Chingangguk und den Obersten. Uncas, du schleichst dich auf die Felsen über der Höhle. Und dann schlagen wir zu. Hau! Vorwärts! Merkt euch, Sänger, wir sind unterwegs, um zu kämpfen, nicht um Musik zu machen. Major, gebt ihm eine eurer Pistolen. Wir werden einen guten Tag fürs Gefecht haben. Aber mit der Deckung ist's jetzt zu Ende. Uncas wird gleich das Zeichen geben. Nehmt die Lichtung unter Feuer! Von der Höhle ziehen sie sich zusammen. Wir stürmen! Vorwärts! Da oben im Felsen ist der Magua mit dem Mädchen. Wir schneiden ihm den Weg ab. Cora! Cora! Nur Mut, meine Dame, gleich sind wir da. Auseinanderziehen, sonst schießen uns die Schufte zusammen. Verflucht! Der Magua benutzt das Mädchen als Schild. Er treibt sie vor sich her. Bleib stehen, Magua, du Hund eines Huronen. Ich gehe nicht weiter. Töte mich, Magua. Aber weiter gehe ich nicht. Wähle den Wigwam des Magua oder sein Messer. Magua, sei barmherzig. Magua, schieß nicht! Hayward, ihr könntet das Mädchen treffen. Wartet, Uncas springt vom Fels. Uncas! Uncas! Der Satan hat ihn mit dem Messer abgefangen. Mein Gott, der Magua hat beide ermordet. Die Bleichgesichter sind Memmen. Die Mohikaner sind Weiber. Magua lässt das Dunkelhaar und den stinkenden Mohikaner hier auf dem Felsen für die Geier liegen. Schießt ihn ab, Nathaniel. Schießt doch! Schießt! Ja. Warum weinen meine Töchter?
weil ein junger Mann zu den glücklichen Jagdgründen aufgebrochen ist, weil ein Häuptling seine Zeit ehrenvoll beschlossen hat. Er war gut, er war tapfer. Unser Tag ist lang gewesen, Kinder der Delawaren. Am Morgen sah ich unser Volk glücklich und stark. Und ehe die Nacht niedersinkt, betten wir den letzten Krieger aus dem Geschlecht der Mohikaner in die Erde.